Kennen Sie das? Sie stellen Software her und haben dazu eine Entwicklungsabteilung und einen IT-Betrieb. 2 bis 4 Mal im Jahr gibt es das große Ereignis und ein Release geht in Produktion. Nach mehrmonatiger Entwicklung und vielen Tests werden Bereitschaftsdienste angeordnet und der Betrieb installiert am Wochenende das neue Release in Produktion. Oft besteht die Lieferung dabei aus einem riesigen Gesamtpaket mit vielen Modulen, Methoden, Bibliotheken, Schnittstellen und so weiter. ITler nennen ein solches Monstrum gerne Monolith, also Einstein. Und wie immer gibt es eine lange Liste von Änderungswünschen, weil spätestens im Test auffällt, dass doch nicht alles wie erhofft funktioniert, es dann aber keine Zeit für Änderungen gibt. Oder sind Sie schon agil unterwegs und produzieren mit Scrum oder Kanban in Sprints mehrere kleine Releases, vielleicht sogar in leicht verdaulichen Größen? Und der Betrieb? Dessen Hauptziel ist klassischerweise Stabilität und Wartbarkeit der Produktivsysteme. Kommt der mit? Werfen wir einen Blick auf die klassische IT-Infrastruktur. Die einfachste Hardware-Architektur besteht aus einem oder mehreren Stücken Hardware mit Applikations- und Datenbankserver. Reichen die Ressourcen nicht mehr aus, muss neue Hardware bestellt und mühevoll die Architektur umgebaut werden. Von der Auslösung der Bestellung bis zum erfolgten Umbau vergehen Wochen. Und allein das Aufsetzen eines neuen physikalischen Servers dauert mehrere Stunden. Verbessert werden kann die Situation durch den Einsatz von virtuellen Maschinen. Nachträgliche Hardware-Nachrüstungen beeinträchtigen die Server auf der virtuellen Umgebung kaum. Virtuelle Maschinen können auf eigener Rechnerarchitektur aufgesetzt, in einer eigenen Cloud betrieben oder bei einem Cloud-Anbieter als Infrastructure as a Service bestellt werden. Auch hier muss in beiden Varianten die gesamte Kapazität auf die Maximallast ausgelegt sein. Und im Falle eines Falles dauert das Neuaufsetzen einer virtuellen Maschine immer noch einige Minuten, die für manche Applikationen eine schwer zu tolerierende Auszeit darstellen. Eine hinsichtlich der Kapazitätenauslastung flexible Lösung stellt das Konzept Plattform as a Service dar. Marktführer in diesem Segment ist Red Hat OpenShift. OpenShift ist es dabei egal, ob es auf einem Rechenzentrum mit virtuellen Servern oder in einer privaten, öffentlichen oder gar hybriden Cloud läuft. Auf mehreren Nodes, von denen einige als Master- und Infrastruktur-Nodes verwendet werden, bietet OpenShift eine Plattform für sogenannte Pods, in denen Container mit den Applikationen laufen. Je nach Bedarf können solche Pods mit Containern sekundenschnell gestartet, geklont und gestoppt werden. Und dies geschieht ganz automatisch. Fällt mehr Last an, wird OpenShift automatisch mehr Rechenleistung anfordern und weitere Pods mit Containern starten. Man spricht dabei von horizontaler Skalierung. Reduziert sich die Last wieder, werden automatisch überschüssige Container wieder gestoppt. Was bedeutet dies für ein Software-Release? Theoretisch kann man zwar auch einen Monolithen in einen Container stecken, effizient ist das aber nicht. Zerlegt man den Monolith dagegen in viele kleine Softwarehäppchen, so kann man jeden dieser sogenannten Microservices in einem eigenen Container laufen lassen. Die erforderlichen Libraries und alles, was der Microservice braucht, müssen dabei nicht global bereitgestellt werden, sondern laufen mit im Container. OpenShift sorgt dafür, dass fehlerhafte Container neu gestartet werden und die Last so verteilt wird, dass alle Container so viel Rechenleistung und Speicherplatz erhalten, wie sie brauchen, sofern sie dabei die vom Administrator festgelegte Obergrenze nicht überschreiten. Was bedeutet die Bereitstellung einer OpenShift-Plattform für Entwicklung und Betrieb? Die Entwickler entscheiden in vorgegebenem Rahmen selbst, wie viel Rechenleistung sie für welchen Microservice benötigen. Code wird automatisch in ein Container-Image überführt und kann dann über eine vordefinierte Pipeline mit teil- oder vollautomatisierten Tests bis zur Produktion geführt werden. Und der Betrieb kann sich vorrangig wieder um seine ureigene Aufgabe, nämlich der Wartung seiner Hardware bzw. der Plattform kümmern und nicht um die Installation von Applikationen mit den damit verbundenen Problemen. Diese Art der agilen Entwicklung, verbunden mit automatisierten Deployments auf den jeweiligen Erfordernissen angepassten Hardwarekapazitäten,
nennt man DevOps. Wichtig: Mit dem Einsatz von OpenShift alleine ist man weder agil, noch macht man DevOps. Die Vorzüge von DevOps, nämlich einfachere Wartbarkeit und schnellere Problemlösungen, erhält man nur, wenn ein Wandel der IT-Unternehmenskultur verzogen wird.